Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, ich wünsche mal einen schönen Sonntag. Weiter geht's mit Gärreste ausbringen, zwar zum nächsten Feld, aber erstmal Traktor ein bisschen aufrüsten. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen bessere Reifen raufkriegen. Dazu mal reingucken, was geht. Erstmal reparieren, ne? Das wird ja auch als Eisenbahn. Wenn wir dabei sind, mache ich alles. Und jetzt gehen wir hier rein. Und zwar, wir haben schon die beste Motorführung. Normalerweise müsste das hier Radgewichte, Breitreifen und Radgewichte, das werden wir nehmen. So, das ist schon gut. Geht noch mehr. So, machen wir Breitreifen und Radgewicht und macht 6000. Zahlen wir doch gerne. Alles ab. Das sieht schon ein bisschen besser aus, denke ich mal, ne? Jo. Hoffen mal, dass ein bisschen besser ist, ne? Ich meine, von der PS-Leistung her war schon am obersten Niveau. Noch stärkere Traktoren. Bei Großfaktoren. Mal gucken. Der 10er, den wir haben. Zwei Stück. Ja, dann wäre höchstens noch dieser hier, ne? Oder 45 km auf Straße, ne? Aber nicht mehr Power, ne? Wo hier den Glas? 35. Das ist ein Mod. Oder hier diesen hier. Aber wie gesagt, die haben alle nur Anführungszeichen. Ja, auch nicht mehr Leistung, ne? Also Traktor wollen wir immer haben, ne? Ich glaube, die besseren Reifen machen sich schon bemerkt, also von der rennen nicht mehr durch, ne? Kalkfahrer, der ist unterwegs. Den muss ich abpassen, wenn er am Hof ist, wenn er voll ist. Weil er macht ganz gerne. Da hätte ich vielleicht Kursplay anders fahren müssen, da wäre es vielleicht besser gewesen. Und an dem Punkt anfängt, wo wir rauf hinfahren, ne? Wäre es vielleicht. Dann würde er trotzdem die Strecke abfahren, aber würde irgendwann mal an den Punkt kommen, wo er eh schon war. Das nächste Mal halt. Am nächsten Feld. Ein Feld haben wir noch. So, hier zum Beispiel kann man es machen. Mal gucken, wo er hier den Punkt hat. Das Feld 20. Ja, das war hier Fall 20. Muss man hinfahren lassen. Und das macht hier wenig Sinn, weil es recht klein ist, aber man kann es probieren, ne? Ob das dann funktionieren würde.
Man muss hier natürlich mal aktivieren. Für Crossplay. So, dann will er irgendwann hier rauffahren. Eh gerade zu langsam. Man kann natürlich auch den Kurs sich anzeigen lassen. Das wäre hier der Punkt. Würden wir mal hier rauffahren. So. Hier haben wir ja richtig Bedarf. Kein Kurs, hat man natürlich Anzahl Fahrgewinne haben wir hier zwei, würde ich meinen. Drei. Wir starten das mal in Vorgewende. Das ist weich. Dann. Da ist er. Du musst da hier wo fahren. Und ersten Wegpunkt. Jetzt ist ja für ihn ein bisschen leichter. Anführungszeichen. Denn wenn er hier wieder ankommt, fährt er hier wieder rauf. Und dann kann er, wenn er nicht ganz perfekt wo aufgehört hat, halt hier wieder die Runde fahren und dann fährt er irgendwann an dem Punkt weiter, wo er praktisch aufgehört hat. Ne? Dann können wir uns den Kaltfahrer kümmern. Ja, bergauf hat er schon Probleme, das ist auch mit den besten Reifen, die wir haben. Ja, muss immer ein ganz schön Gewicht ziehen, ne? So. Ah, den mal die Kurse ausmachen. Und den Kalkfahren auch überhaupt, ne? Dann kommt man Kalk an. 64%. Dann ist der. Wo steckt der? Ja, der war nicht voll. Also der hat hier so wenig drinne. Mal gucken, wo er den ablädt, ne? Beziehungsweise wo er 4 Minuten. Und das verstehe ich nicht ganz. Verarbeitet nichts oder so wenig. Vielleicht schafft er so mehr. Gülle ist aber nicht drin. Ne? Mal schauen. Weil der macht ja keinen roten Punkt.
Wie gesagt, dann Grassilage kommt nachher irgendwann mal und die Ganztagssilage, dann geht es natürlich etwas schneller vorwärts. Ne? Kriegen wir mehr fermentierte Silage raus. Wäre die dreifache Menge zum Verarbeiten. Brion war es gut gemacht, mit dem die Fläche an sich höher war. Dass man nur runterfahren musste, ne? Das Kino schon nicht gebaut, ne? Mit 18.000 Liter ganz schön, also an der Grenze, ne? Ist machbar. Aber 9 Radlader will ich auch nicht kaufen. Das ist mir zu teuer. Wir müssen ja die Flächen kaufen, die wir als Wiese, theoretisch sogar. Zeigt meine Karte? Nee. Also geht gut weg. Hier ist die Verarbeitung. Sehr schnell. So wie hier auch. Hier macht er gar nichts. Verteilt er hier von alleine. Verteilen, okay, dann geht das darüber. Oder er verteilt da hinten auch hierher. Aber hier ist nichts drin, ne? Ah, doch ein bisschen. Na gut. Guck mal, der Kalkfahrer macht. Der macht sowieso mit Blödsinn. Ich glaube, wir können gleich wieder mal schauen, wie er jetzt macht. Bevor er wieder anfangen will. Normalerweise müsste er auf dem Feld fahren und dann sagen, hier, da weiter. Naja. Macht denselben Fehler wie das mal auch. Könnte aber an der Cosplay-Version liegen, ne? Also mal schauen. Nee, mal umstelle. Bei der Marsch habe ich eh noch 2-2er, glaube ich. Da habe ich doch noch nicht. Weil man muss nicht jede Mission Vision übernehmen, ne? Der kommt zumindest an hier. Wir können nämlich sehr viel verarbeiten. So, wir haben aktuell da. Da könnten wir garantiert auch noch.
67, 47. Da ist, mal gucken, was das gemeint ist. Also Stickstoff, da viel komplett. pH-Wert, das ist. Das ist der Gesamtwert, ne? Also Bodenbearbeitung ist 5. Ja. Das zweite ist Bodenproben 15. Unkrautbekämpfung ist zur Hälfte. Aber oben Stickstoff fehlt komplett. Klar. Das wäre jetzt mal. Gerade mal eine Runde geschafft, noch nicht mal ganz. Da die Ecke fehlt. Da fehlt auch Stickstoff. Da auch. Mal den Traktor nach Hause holen. Und das läuft breiter. Ja, der drauf, ja. Aber bei der Aussaat knallen wir eh noch Dinger dazu. Und da kann er sich automatisch dazu nehmen. Oder halt braucht und dann ist das halb so wild. Müssen nur die Aussaat langsam vorbereiten. Oder mal gruppen oder so. Ne, gruppen wir nicht vorher. Was macht denn diese Maschine? Die stellen wir jetzt einfach die Gülle ab, ne? Ach, bin ich vorbeigefahren. Da dürfte nicht im Weg stehen. Hier rechts ran. Wenn wir zu viel Gülle haben würden, könnte man es hier zwischenlagern, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir alles verarbeitet. So. Die Maschine vorbereiten. Und jetzt geht, glaube ich, los mit. Guck mal, Schafe, ne? Da haben wir hier ein paar Traktoren zur Verfügung. Neben Raupen und Ketten. Antrieb nehmen wir mal. Ist ja voll getankt. Ich werde aber jetzt mal hier die Anhänger wegfahren. Die könnte man hier reinstellen, einen jedenfalls. Der stört noch eine ganze Weile. Das Überlade für Rüben. Ob wir den je brauchen werden, ich weiß es nicht. Ich wollte mal testen. Für Rüben funktioniert. Machen wir erstmal ausklappen, dann klappt es. Da, wo der LKW steht normalerweise, da wäre idealer Platz. Naja, so festen Plätze habe ich ja nicht. Aber rückwärts reinfahren ist nicht meine Stärke. Das ist Glückssache. Der Anhänger lenkt ja auch ein bisschen mit, das ist ja ein bisschen. Ob es damit zusammenhängt, ich weiß es nicht. Soll dann möglicherweise noch ein Fahrzeug reinpassen können, ne? Genauso. 100% muss eh sein. Also kriegen wir noch ein zweites Fahrzeug rein.
paar Tage vergehen, eh noch 3 Tage, aber wie gesagt, vorbereiten. Würde, oben würde ich Mais anpflanzen. Also, da wird aber später sein, die Aussaat. Die Weizen war. Wir haben da nichts drin. Alle. Mal gucken, was hier wir kaufen können. Das war heftig. Aber hat ein Bauer, stellt sich da kein Dünger selber her, ne? Auch kein Saatgut. Aber gut, das sind ja 50.000, da kommen wir eine Weile hin. Gras nicht, das wäre ein großer Fehler. Weizen, da wo Gerste, Hafe. Wo aktuell wäre es auch noch wird, ne? Und da hatte ich ja gesagt, da haben wir anders gemacht. Und der hat ja vorne zum Vorbereiten des Bodens, ne? Also hier kann man ja sagen, hier wird er entsprechend gezellert, ne? Aufgelockert. Und hier wird er praktisch angewalzt normalerweise. Hier kommt die Saat rein. Dünger wird auch irgendwo reinkommen. Ich glaube sogar vorne. Und die Teller hier wird eigentlich als Walze genommen, als die Saat angedrückt. Müsste man normalerweise nicht nachwalzen, einfach nicht für die Saat. Wie gesagt, wir haben jetzt den ersten Tag im Februar, wir haben noch 2 Tage vor uns und jetzt in 3 Tagen ist März, dann geht los. Hier in Thüringen geht es ja sogar, dass wir im Frühling Gerste und Dings auspflanzen können. Es gibt ja sogar Sommer- und Wintergetreide. Das habe ich mir gar nicht gewusst, dass man im Prinzip spezielle Sorten dafür hat. Das habe ich neulich mal erfahren. Im Prinzip, wenn du jetzt Wintergerste im Frühling aussiehst, und er kriegt dann keinen Frostreiz mehr, da kann es sein, dass er erst im nächsten Jahr blüht. Wenn man dumm gelaufen, wenn man so ungefähr, ne? Klar, wenn man jetzt unter Umständen im Norden kann schon mal im Mai noch Frost kommen, das mag ausreichen dazu, dass er dann entsprechend auch noch den Reiz bekommt. Ansonsten kann es sein, dass er nicht klappt, ne? Würde ich mich sowas kaufen beim Händler erkundigen und dann auch eine Garantie verlangen, ne? Dass man das entsprechend auch weiß, ne? So, mal gucken, was unser Gerste fährt. Aktuell, wo? Wir müssen ihn mal links einparken. Dass er nicht im Weg steht, ne? Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn der Kalkfahrer fertig ist, dann kann man sagen, dann können wir da auch Gerste fahren, ne? Mal schauen, wie er das so meistert, ne? Also ob er das hinkriegt. Aber wirklich von vorne anfängt, das ist ja ganz gut so. Dann ist es halt so und dann ja, ich überlege mir noch, ob ich da wahrscheinlich das Forest-Spiel mir anschaue. Jetzt hat man Forest. Das klingt für mich interessant.
Ist ja auch mit Aufbau und Überleben und so, ne? Das, darüber denke ich nach. Aber nicht heute und morgen. Noch richtig so. War noch richtig so geplant, ne? Mal gucken, wie er das hinpackt, ob er da hinfährt, wo er angefangen hat. Wenn er das macht, dann ist es halt so und dann kann er trotzdem die Runde fahren und dann da weitermachen, ne? Weil er im Prinzip, in dem Fall habe ich ja so angefangen, ne? Ja, so eine Vierfachkarte, da kannst du rein theoretisch alleine sehr lange mitspielen, ne? Ja, da fängt die vorne wieder an. Ist auch nicht sehr tragisch. Ich muss mal gucken, ob ich so ein Häuschen bauen muss. Personal Farming auch für ein Häuschen. Mal schauen, ob ich das gleich machen kann. Aber da fängt die vorne an. Was in dem Falle jetzt wurscht ist. Weil halt aber was raus. Nee, da fährt er jetzt halt die Strecke ab. Dann noch mal. Also jemand zum Hof. Speichern. Ja, ja, er fährt auch. Macht aber nichts. Ich gehe zum Hof. Ich muss hier was bauen. Mal sehen, wo es nicht stört. Wo es überhaupt nicht stören würde. Vielleicht hier in der Ecke, wenn es passen würde. Oder hier oben in der Ecke. Hier wäre noch ein bisschen Platz. Da oben. Das Gebäude kann man natürlich abreißen. Und zwar. Das fiel mir neulich ein. Jetzt fällt mir es gerade wieder ein. Bevor das Gebäude, ob wir das brauchen, das weiß ich gar nicht. Das können wir hier hinstellen. Das weiß ich nicht. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon Dank, dass Sie reinschauen. Wieder ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und noch einen schönen Wochenstart und einen Restsonntag für heute. Tschüss.